Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Live-Studio FFB. Ich habe heute einen tollen Gast bei mir und wir sprechen zusammen über Fridays for Future. Und ja, bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, würde ich einfach sagen, vielleicht stellst du dich kurz vor und erzählst uns auch, wie bist du überhaupt zu Fridays for Future gekommen? Also mein Name ist Alina Reitze, ich bin die Delegierte von Fridays for Future Fürstenfeldbruck. Und ja, wie ich dazu gekommen bin, ist eine etwas längere Geschichte. Also seit ich 14 bin ungefähr, habe ich versucht, so meinen Alltag ein bisschen umzustellen. Ich esse kein Fleisch mehr, ich versuche meinen Konsum ein bisschen anzupassen, also in Richtung, ja, Zero Waste und weniger Fast Fashion. Und wirklich auf Fridays for Future bin ich dann erst gekommen durch den Sommerkongress in Dortmund 2019. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ja, genau, das war so mein Impuls, wo ich gesehen habe, wenn ich wirklich was erreichen will, kann ich nicht nur mich individuell umstellen, sondern muss auch wirklich mich an die Politik und Wirtschaft richten. Und genau, und dann hat sich zufällig so ergeben, dass sie eine Delegierte gesucht haben. Und dann habe ich mich ohne Vorwissen einfach spontan aufstellen lassen zur Wahl und habe prompt die meisten Stimmen bekommen. Und jetzt sitze ich hier. Das ist so der Weg dahin. Okay, wow. Also wir finden uns ja in unserer Serie Engagierte Jugend und du bist ja nun also recht jung. Du hast auch kürzlich dein Abi gemacht, habe ich gehört. Also erstmal Glückwunsch dazu. Dankeschön. Ja, und jetzt ist natürlich die interessante Frage, warum lohnt es sich, bei euch einzusteigen? Was macht ihr so und wie kann man ein Teil von Fridays for Future werden? Also der Grundgedanke ist natürlich, dass man einfach mit Gleichgesinnten ein gemeinsames Ziel verfolgt, jetzt in dem Fall den Klimaschutz. Und es ist halt einfach cool, weil man eine nette Gruppe hat, man hat Leute, mit denen man gemeinsam auf eine Demo geht, aber auch viel zusammen organisiert, zusammen viel macht. Und ja, ich sag's mal so, in Fürstenfeldbruck sind wir noch recht wenige im engen Orga-Kreis und deswegen sind wir auch immer nach der Suche, auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Das heißt, auch wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, könnt ihr euch sehr gerne bei uns melden. Im Internet oder auf Instagram steht eigentlich alles dazu und es kann wirklich jeder mitmachen. Ich habe ja selber ohne großes Vorwissen oder Erfahrung angefangen. Es ist nur Hauptsache, dass man Lust hat, sich zu engagieren und etwas zu machen. Und genau, also bietet vielfältige Möglichkeiten. Okay, das klingt echt spannend. Du hast bei deiner Vorstellung gesagt, dass du als Delegierte bei Fridays for Future tätig bist. Wie seid ihr denn konkret aufgestellt? Also bedeutet Delegierte jetzt tatsächlich, dass es eine Hierarchie gibt und du stehst da irgendwie ganz oben? Oder wie seid ihr organisiert? Und ihr seid ja auch in FFB aktiv, also habt ihr wahrscheinlich Ortsgruppen. Wie kann man sich das so vorstellen? Genau, also ich bin jetzt keinesfalls die Chefin oder stehe über irgendwen anderen. Es ist nämlich so, dass Fridays for Future basisdemokratisch organisiert ist. Also wir sind, man kann auch sagen, eine Graswurzelbewegung. Das heißt, es kann wirklich jeder mitmachen, jeder Einzelne. Man schließt sich dann in Ortsgruppen zusammen, wie beispielsweise in Fürstenfeldbruck, in München, Augsburg, Berlin etc. Und jede dieser Ortsgruppen hat ein bis zwei Delegierte. Und da bin ich jetzt eine davon. Und das Prinzip ist nicht, dass wir der Chef sind sozusagen, sondern einfach nur, dass wir als Verbindung dienen zur Bundesebene. Das heißt, unabhängig von den einzelnen Ortsgruppen gibt es dann auch noch die Landesebene, also Bayern, Baden-Württemberg etc. Und dann eben die Bundesebene. Das sind dann ja deutschlandweit Fridays for Future. Und darüber hinaus gibt es natürlich dann noch das internationale Fridays for Future im Allgemeinen. Also das steigert sich so und weitet sich immer weiter aus. Und auf allen Ebenen gibt es dann sogenannte AGs oder Taskforces, wie beispielsweise die Finanz-AG, die sich dann für verschiedene Bereiche sozusagen einsetzt und sich darum kümmert. Genau, ich hoffe, das war verständlich. Das ist so die grobe Hierarchie dahinter. Ja, Bisschen komplex. voll. Aber gibt es dann auch irgendwie so ein Treffen regelmäßig, dass man sagt, ja, jetzt gibt es so ein Meetup zwischen irgendwie allen, ja, die was zu sagen haben Ja. in dem Sinne? Ja, also es gibt innerhalb der Ortsgruppe gibt es Plenum. Hatten wir zufälligerweise gestern eine Art Einsteigerplenum. Da haben wir auch für neue Leute nochmal alles so grob erklärt, die Möglichkeit die Möglichkeit geschaffen, sich zu engagieren. Und da besprechen wir halt alles, was so anfällt. Das ist einfacher als über ja, verschiedene Gruppen das zu organisieren. Und dann gibt es natürlich noch die Deli-TKs, also die Telefonkonferenzen der Delegierten. Und da treffen sich dann alle Delegierte und vertreten eben ihre Ortsgruppe und besprechen dann Sachen, die halt ganz Deutschland zum Beispiel betreffen.
Okay. Wie lange dauert dann so eine Konferenz? Das ist sehr unterschiedlich, wie viel halt so besprochen wird. Also unser Plenum hat gestern 1 Stunde gedauert. Das geht, finde ich. Aber so eine Daily-Konferenz kann schon mal 2, 3 Stunden dauern. Ich muss auch ehrlich sein, ich bin nicht immer die 2, 3 Stunden am Stück dabei. Das ist halt, wie man Zeit hat. Es ist wöchentlich, aber es hat nicht jeder jede Woche Zeit. Das ist, denke ich, logisch. Und ist das, also wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand fühlt sich angesprochen und ist mal bei sowas dabei, ist das sehr, ja, formell? Also habt ihr da eine Tagesordnung, die ihr durchgeht? So, ich bin ja selber zum Beispiel im Stadtrat und bei uns ist das alles sehr strikt geregelt und gegliedert. Ist das bei euch auch so oder bringt da jeder einfach seine Ideen ein? Also wir versuchen schon davor, dem Ganzen eine Art Struktur zu geben. Also meistens ist es so, dass wir dann am Anfang fragen oder halt im Vorhinein fragen, ob es irgendwelche Themen gibt zu besprechen, dann eine Art Tagesordnung schreiben, aber die ist nicht fix. Also zwischendrin ist es meistens so, ja, was ist eure Meinung dazu? Gibt es Ideen? Am Ende gibt es noch Sachen, die wir sonst so besprechen wollen. Und meistens ist es halt einfach ein lockeres Gespräch wie mit Freunden. Also Okay. alles sehr entspannt. Ja, klingt echt ziemlich relaxed. Ja, schon. Ja, die nächste Frage ist sehr klischee-mäßig vielleicht, aber äußerst interessant, weil es jetzt inhaltlicher wird. Was fordert ihr? Also allgemein fordert Fridays for Future die Einhaltung der Ziele vom Pariser Klimaabkommen, also insbesondere halt das 1,5-Grad-Ziel. Und konkret auf Deutschland bedeutet das, dass Fridays for Future einen kompletten Kohleausstieg bis 2030 will. Und bis 2035 sollen 100% erneuerbare Energien bereitgestellt werden und auch Netto Null erreicht werden. Genau. Okay. Habt ihr vielleicht so ein Ziel, was ihr ins Auge gefasst habt, was für euch besonders wichtig ist und konntet ihr das schon erreichen? Also ich denke, so ein konkretes Ziel, was jetzt eine Maßnahme ist, gibt es nicht. Es ist halt eher so allgemein das Ziel Klimaschutz, aber auch gerechten Klimaschutz, der für alle eben möglich ist. Also nicht nur für die, ich sag mal, die weiße privilegierte Mittelschicht, sondern allen den Zugang dazu ermöglichen. Und das ist natürlich ein sehr langer Prozess. Und ich finde, die Aufgabe von Fridays for Future ist ja eben nur, den Impuls dazu zu geben und die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Aber letztendlich wollen wir das Ganze ja dann an die Politik abgeben und dass sie eben einfach nur auf den Rat der Wissenschaft hört und dementsprechend ihre Politik gestaltet. Und ja, wie gesagt, ein langer Prozess. Wir sind noch lange nicht am Ende angekommen. Es gibt Erfolge, wie die Klage gegen das Bundesverfassungsgericht, die ja recht erfolgreich war. Aber es dauert trotzdem noch. Ja, das ist immer das Problem, dass sich alles so hinzieht, weil Ja, es erstmal oben ankommen muss und so genau. weiter. Es gibt ja so, so viele unterschiedliche Themen, die alle in den Bereich Umwelt fallen am Ende. Und ich habe mir jetzt einfach mal was rausgesucht und würde gerne von dir wissen, wie stehst du zum Thema Artensterben? Also ich finde, Artensterben ist grundsätzlich ein sehr großes Problem, weil wenn Arten sterben, beeinflusst das ja das ganze Ökosystem. Und wenn das Ökosystem aus dem Gleichgewicht gerät und nicht mehr intakt ist, hat es ja für alle Auswirkungen, auch für den Menschen. Und ein Beispiel wäre zum Beispiel das Korallenriff oder wie in das Great Barrier Reef in Australien. Es ist nämlich so, dass seit Ende des 19. Jahrhunderts die Hälfte aller Korallenriffe abgestorben sind und dementsprechend auch die ganzen Tier- und Pflanzenarten da dort abgestorben sind und somit das ganze Ökosystem schon dabei ist, aus dem Gleichgewicht zu geraten, was letztendlich dann wieder auf den Menschen zurückfallen wird und er sich somit auch ins eigene Fleisch schneidet in gewisser Weise, finde ich. Wir haben in Fürstenfeldbruck sogar eine Debatte, die eventuell in diese Richtung geht. Und zwar geht es darum, dass eigentlich ein Acker bebaut werden soll. Und zwar geht es um dieses Krebsenbachgebiet. Und da ist es ja so das Problem, dass man ja eigentlich durch solche Bebauungen einerseits einen Vorteil schafft, weil man möchte Wohnraum gewinnen. Und auf der anderen Seite trägt man ja eigentlich dazu bei, dass man ja Ökologie zerstört in dem Sinne, weil man der Natur nicht den freien Lauf lässt. Was macht man denn dann? Wägt man ab zwischen, man schafft irgendwie einen Mehrwert und möchte mehr Leute in die Stadt holen? Oder sollte man dann lieber sagen, ja, dann eher nicht so viel, aber wir wollen die Natur am Leben erhalten? So, was macht man in solchen Dilemmasituationen, wenn man, sag ich jetzt mal, bei Fridays for Future ist?
Das ist natürlich schwer, da jetzt eine eindeutige Antwort zu geben. Ich denke, wie du schon gesagt hast, muss man da einfach abwägen. Aber natürlich jetzt aus meinem Kontext steht natürlich der Umweltschutz meistens im Fokus. Und ich sag's mal so, Wohnraum ist zwar schön und gut, aber den kann man auch zur Not woanders schaffen. Wenn wir jetzt aber versemmeln, was für den Klimaschutz zu tun und gewisse Kipppunkte überschritten werden, dann kann man da nicht mehr zurückrudern. Und deswegen würde ich in dem Fall jetzt den Klimaschutz vor den Wohnraum stellen. Aber das ist nur meine persönliche Ansicht. Okay, ja, und dann gibt es ja irgendwie auch solche Effekte, die man ja auch aktiv beeinflussen kann. Also wenn ich mir jetzt überlege, würden endlich mal Forderungen kommen, die wirklich ernst gemeint sind und auch durchgesetzt werden, zum Beispiel weniger Pestizide im Landwirtschaftssektor oder so, dann könnte man da ja aktiv gegen vorgehen. Nur irgendwas fehlt da noch in der Gesellschaft, dass man das da komplett durchsetzt. Also es ist so vielfältig, wenn man sich das mal überlegt, wie viel man tatsächlich machen kann, um der Umwelt ja sozusagen was Gutes zu tun oder was zurückzugeben. Jetzt ist natürlich der Punkt auch da, dass wirtschaftliche Interessen oft im Vordergrund stehen und deswegen Umweltthemen ein bisschen ausgehebelt werden. Findest du, dass das Wirtschaftssystem dem Klima schadet oder allgemein, dass wir vielleicht ein anderes System bräuchten in dem Sinne? Ja, könnte man schon so sagen. Also momentan in Deutschland haben wir ja die soziale Marktwirtschaft und das Prinzip dahinter ist ja immer die Gewinnmaximierung. Man mag möglichst viel Profit rausschlagen. Ich denke, ein ganz gutes Beispiel ist hier die Massentierhaltung, die natürlich sehr viel Profit bringt, aber jetzt unabhängig vom Tierschutz, was natürlich katastrophal ist von den Umständen, sorgt auch die Massenindustrie für sehr viel Treibhausgase oder andere Einflüsse auf die Umwelt. Beispielsweise verursacht 1 Kilogramm Rindfleisch 22 Tonnen Kilogramm CO2-Äquivalente und zudem werden über 15.000 Liter Wasser verbraucht. Und das ist meiner Meinung nach auch eine Folge unserer Wirtschaft, weshalb ich dringend dafür wäre, dass man dieses System mal revolutioniert oder ein bisschen umstellt und eben mehr den Fokus auf Ökologisches richtet. Deswegen wäre mein Vorschlag, ich weiß nicht, ob es realisierbar ist, es ist nur eine Utopie, dass man von einer sozialen Marktwirtschaft weg zu einer nachhaltigen Marktwirtschaft kommt. Denn nachhaltig setzt sich aus den drei Komponenten sozial, ökologisch und ökonomisch zusammen. Und ich finde, wenn man diese drei Komponenten im Hinterkopf behält, kann man eigentlich jedes Projekt oder jedes Problem recht gerecht lösen. Und ja, fände ich eine gute Alternative. Okay, also das heißt, du würdest das System sozusagen ein bisschen anpassen, damit man ökologische Standards mehr in den Vordergrund Exakt, bringt. Verstehe ich genau. das Ja. richtig? Okay. Ja, klingt echt gut. Jetzt zurück zu der Organisation vielleicht an sich. Wir erleben gerade eine ziemlich aufregende Zeit mit der Pandemie. Hat euch das beeinflusst oder tut es vielleicht immer noch in eurer Arbeit? Und wie konntet ihr das fortsetzen, was ihr macht? Also es hat auf jeden Fall einen sehr großen Einfluss. Wir bekommen auch in letzter Zeit öfter zu hören, dass wir nicht mehr so aktiv sind in dem letzten Jahr und das liegt unter anderem auch stark an Corona, weil solche Aktionen wie Demos oder einfach wo viele Menschen zusammenkommen, was man eben braucht, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, sind halt einfach nicht mehr möglich. Wir mussten beispielsweise auch eine schon fertig durchgeplante Demo ein paar Tage vorher absagen, was natürlich sehr schade war und sehr viel Zeit und Energie gekostet hat. Ja, wir versuchen deswegen andere Formen zu verfolgen, mehr auf Instagram oder halt online, wie das Online-Plenum gestern. Aber es ist halt nicht das Gleiche. Also ich meine, ich würde auch von mir sagen, dass es halt viel spannender ist, auf eine Demo zu gehen, als irgendeinen Online-Vortrag zu hören, weil das für mich eher nach Schule klingt. Aber ja, das ist ein bisschen die Abwägung da dabei. Ja, verständlich, dass es dann irgendwie schwierig ist und man musste sich auch am Anfang erstmal orientieren mit der Situation. Also das war ja noch die Sache dazu. Also es war ja nicht so, ah ja, jetzt haben wir schon wieder Lockdown, das kennen wir ja schon alles. Also vielleicht wird das irgendwann der Fall sein, hoffentlich nicht, aber Es hat ein bisschen gedauert, bis wir da das realisiert haben und versucht haben, alternative Wege zu finden. ja, absolut verständlich. Ich habe ein kleines Spiel vorbereitet. Okay. Und zwar, egal was man macht eigentlich, von irgendwoher hört man immer Kritik.
Es ist komplett egal, ob es um soziale Themen geht, um ökologische Sachen. Irgendwer hat immer was zu kritisieren und es entstehen sehr viele Klischees und Vorurteile. Und ich habe mir gedacht, ich suche mir einfach mal ein paar Vorurteile raus und mach die, formuliere die so spitz, wie es nur geht. Und du hast jetzt die ehrenvolle Aufgabe, diese zu entkräften oder vielleicht zu bestätigen. Also zu sagen, ist das wahr oder falsch, was ich dir jetzt vorwerfe Okay, im spannend. übertragenen Sinne. Ja, ich würde mal anfangen mit dem ersten. Und zwar gibt es Menschen, die sagen, die Aktivisten von Fridays for Future machen das, was Greta Thunberg und Luisa Neubauer ihnen vorschreiben. Das ist, hör ich tatsächlich öfter. Das ist ein ziemlich großes Klischee und auch ein großes Problem, weil ich habe ja vorhin schon erklärt, dass wir basisdemokratisch sind und sowas eigentlich nicht wollen. Also es gibt keine Greta Thunberg oder Luisa Neubauer, die uns den Ton vorgibt und wir dann alle hinterherlaufen. So läuft es nicht. Zumindest wollen wir das nicht. Aber in der Praxis ist es halt oft so, dass berühmte Leute wie eben Luisa Neubauer dann auch diejenigen sind, die oft bei Talkshows landen, wie ja, Maischberger oder sowas. Da wird halt dann nur sie gefragt und andere nicht. Und dadurch rückt sie so stark in den Vordergrund. Und dadurch entsteht, denke ich, auch der Eindruck, der aber, ja, kann ich einfach sagen, falsch ist. Würdest du sagen, solche großen Persönlichkeiten aus eurer Bewegung jetzt wie Greta oder Luisa Neubauer, dass die dein Vorbild sind in gewisser Weise? Ich würde sie nicht so bezeichnen, aber in gewisser Weise ist es natürlich toll, was sie leisten, wie viel Zeit und Energie sie reinstecken. Und ich bewundere sie auch einfach dafür, wie viel Wissen sie haben. Also wie viele Fakten sie parat haben, wie gut sie argumentieren können. Vor allem bei Luisa Neubauer finde ich das teilweise echt beeindruckend, wie schlagfertig sie ist. Und ja, deswegen kann man sie in gewisser Weise als Vorbild sehen, was aber nicht heißt, dass man eins zu eins alles kopiert und ihr hinterherläuft. Okay, das nächste Vorurteil. Es haben in der Hype-Phase, ich glaube, die ist an niemandem vorbeigegangen, nur so viele mitgemacht, weil man dann nicht zur Schule musste, weil man halt auf die Demos gegangen ist. Puh, das ist natürlich eine große Unterstellung, und es mag vielleicht auf manche zutreffen. Ich kenne jetzt aber persönlich keinen, bei dem es so ist. Und es ist auch tendenziell so, dass die Demos nicht nur eben in der Schulzeit sind. Das war früher so oder ist teilweise in München immer noch so. Aber unsere Demo in Fridays for Future war in Fürstenfeldbruck, sorry, war beispielsweise, ich glaube, um 16 Uhr, um eben zu erreichen, dass noch mehr Leute kommen. Weil nicht jeder hat die Möglichkeit, einfach zu schwänzen. Und Schwänzen ist natürlich auch immer so eine Sache, hat dann gewisse Folgen und ja, ist nicht ganz unproblematisch. Und so kann man ja auch die Reichweite erhöhen, beziehungsweise feststellen, welche Leute, welche Schülerinnen sind wirklich dabei und sagen nicht nur so, ja, wenn ich mich entscheiden kann zwischen Spaß und Schule, dann Genau, ich genau. unterstelle jetzt einfach mal, dass eine Demo mehr Spaß macht als Schule. Hoffe ich zumindest, also ja. Es gibt Menschen, die behaupten, dass ihr Aktivistin von Fridays for Future alle Leute in eurem Umfeld zwingt, dass die klimaschädliche Sachen unterlassen und irgendwie ja, vegan leben oder Plastik vermeiden. Solche Sachen, stimmt das? Nein, stimmt definitiv nicht. Also klar machen wir das vielleicht unbewusst, einfach dadurch, wenn ich zu Freunden gehe und sage, nee, sorry, ich esse jetzt halt vegetarisch, das kann ich jetzt nicht essen, dass sie vielleicht auch drüber nachdenken. Aber das Ziel ist eher, gewisse Impulse zu setzen oder anzuregen, aber niemanden dazu zu verpflichten. Also jeder kann sein Leben frei gestalten und alle diese Maßnahmen für den Klimaschutz sind natürlich auch voll freiwillig. Und falls ich irgendjemand dazu nahe trete, wenn ich irgendwas sage, dann tut mir das leid, aber das ist auf jeden Fall nicht meine Absicht. Also es ist nicht so, dass ihr Leute kategorisiert nach, Nein, okay. keinesfalls. Also man hat ja irgendwie, ich weiß nicht, schon so oft gehört, dass Leute dann so ein Bild im Kopf haben wie, ja, man kündigt jemandem die Freundschaft, weil der hat letztens das und das gemacht, was eigentlich total, ja, umweltschädlich ist und deswegen, ja. Nee, definitiv nicht. Es macht auch manchmal Spaß, mit Leuten zu diskutieren, die anderer Meinung sind. Ob man sich letztendlich einigt, ist die andere Sache, aber es ist immer interessant, andere Blickweisen zu haben. Es gibt laut manchen Menschen hier viele Leute, die sich nur engagieren, weil sie die Gemeinschaft toll finden und gar nicht unbedingt wegen der politischen Ziele. Hast du das schon mal irgendwie miterlebt?
Also direkt miterlebt jetzt nicht. Also klar, es ist ein positiver Nebeneffekt, würde ich sagen. Ich merke es ja auch in meiner Ortsgruppe. Viele von den Leuten sind mittlerweile auch gute Freunde von mir und ich mache total viel mit denen. Aber das ist eher, was sich mit der Zeit ergibt. Und ich denke, wenn man überhaupt kein Interesse daran hätte, dann würde man sich ja auch nie motivieren dazu, so viel Zeit und Energie reinzustecken. Und deswegen ist die Gemeinschaft eher ein Nebeneffekt und nicht der Hauptgrund. Du nennst super, super viele Side Facts. Ich finde das ganz bewundernswert. Okay. Und ja, würdest du dem Vorwurf zustimmen, dass Leute, die bei Fridays for Future ja, ihr Engagement zeigen, sich nur mit dem Feld Klima auseinandersetzen? Oder glaubst du, oder vielleicht bist du selbst ein Teil davon, dass es auch Menschen unter euch gibt, die noch mehr, ich sage es mal wieder ganz plakativ, zu sagen haben und auch ja, sich mit anderen politischen Themen beschäftigen? Ja, also klar nimmt Klimaschutz schon einen großen Teil ein, jetzt auch in meinem Leben oder in meiner Freizeit, aber es ist natürlich nicht das Einzige. Und vor allem in Fridays for Future deutschlandweit ist auch das Ziel nicht einfach irgendwie Klimaschutz, sondern halt auch sozial verträglich und auch alle zu erreichen. Also es gibt beispielsweise eine Diversity AG und dieser Aspekt ist ja auch sehr politisch, Ja. steht auch oft im Fokus. Und steht auch total für unsere Generation, finde ich. Also Diversity ist echt so ein Thema, dem haben wir uns irgendwie angenommen. Also Ja, doch. ja, tatsächlich. Würdest du persönlich sagen, es gibt außer dem Thema Klimaschutz irgendetwas, wofür oder wogegen vielleicht auch es sich lohnt, zu demonstrieren zusätzlich? Ja, natürlich. Also unabhängig vom Klimaschutz ist für mich soziale Gerechtigkeit ein großes Thema, weil es halt einfach noch viel zu viel Unfaires gibt auf dieser Welt. Ja. Beispiel Diversity, einfach die Benachteiligung von Menschen, sei es aufgrund ihrer Hautfarbe, sei es aufgrund ihres Geschlechts. Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe und das kann man, glaube ich, auch nur bekämpfen, indem man die Aufmerksamkeit dafür schafft. Und die Aufmerksamkeit schafft man eben durch Demonstrationen und solche Aktionen. Also, ich glaube, wir sind euch auf jeden Fall näher gekommen und konnten ein bisschen was herausfinden über das, was ihr so denkt. Ich fände es total interessant zu wissen, da du ja jetzt auch gerade erst aus der Schule raus bist, findest du, dass du genug politische Bildung durch die Schule erfahren hast? Eher nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, dass das Fach Sozialkunde, was sich ja hauptsächlich mit Politik beschäftigt, viel zu spät beginnt. Also ich glaube, im Gymnasium hat man es ab der 10. Klasse, wenn ich mich richtig erinnere, und das finde ich einfach zu spät, weil wirklich verinnerlichen kann man Themen erst, wenn man sie schon im Kindesalter erlernt. Und es ist mir klar, dass kein Grundschüler bei politisch komplexen Diskussionen mitreden kann, aber einfach mal dieses Verständnis dafür, eine gewisse Sensibilität herstellen, finde ich, sollte viel früher beginnen. Und deswegen finde ich, sollte unser Schulsystem da noch ein bisschen mehr angepasst und ein bisschen aktueller werden. Ich hatte das Problem auch so ein bisschen, aber mich hat in meiner Schulzeit vor allem gestört, dass als es dann den Sozialkundeunterricht gab, er einfach zu selten und zu oberflächlich auch war. Also siehst du das ähnlich? Ja, also ich hatte Sozialkunde nur eine Stunde die Woche. Okay. Und es ist so ziemlich das Wenigste im Vergleich zu anderen Fächern. Und auch die Themen. Ich meine, es ist interessant, wie beispielsweise die Organe aufgebaut sind von der EU oder Deutschland. Aber viel wichtiger, finde ich, ist es, dass man eine gewisse Ahnung hat von dem, was gerade in der Welt abgeht und was da vielleicht schiefläuft und da mitreden kann, als dass man jetzt gewisse Fakten auflisten kann, was für mich nur Auswendiglernerei ist und nicht wirklich einen Zweck verfolgt. Ja. Hat dich der Klimaaktivismus persönlich verändert? Also ich kann mir vorstellen, dass du jetzt Dinge anbringst wie, ja, ich bin dadurch irgendwie nachhaltiger geworden oder so, aber hast du auch Skills erlernt, erweitert, so wenn du sagst, du bist als Delegierte dort unterwegs, vielleicht ja auch charakterlich etwas, wo du sagen kannst, Fridays for Future hat mir aufgezeigt, dass irgendwie. Ja, doch schon. Also grundsätzlich denke ich, dass ich selbstbewusster geworden bin. Ich denke, die Alina vor 5 Jahren hätte sich niemals vor eine Kamera gesetzt und ein Interview geführt, weil ich einfach viel zu schüchtern war. Und einfach dadurch, dass man sich auch mal traut, auf eine Bühne zu stellen, Mikro in die Hand zu nehmen und es einfach versucht. Ich meine, es ist keiner beleidigt, wenn man sich mal verhaspelt oder man jetzt nicht perfekt on point ist.
dass man es einfach versucht und sich traut und auch wenn nicht alle mitziehen, sondern man einfach sich traut, nicht mit dem Strom zu schwimmen, sondern auch etwas anders zu machen, selbst wenn man Kritik dafür bekommt. Das ist etwas, was ich, denke ich, dadurch gelernt habe und ja, gut gebrauchen kann in meinem Leben momentan. Als abschließende Frage, das, was uns natürlich alles interessiert, eure Forderungen sind super und ihr macht einen tollen Job. Danke. Was kann man als Einzelperson tun, um klimafreundlich zu agieren? Hast du da Tipps, wie kann man das in den Alltag integrieren? Ich meine, das ist ein ganz großes Spektrum. Also wenn man jetzt sagt, fokussiert auf den eigenen Alltag, kann man natürlich mit der Mobilität anfangen, dass man nicht so oft Auto fährt, mehr ÖPNV nutzt, soweit es möglich ist, mehr Fahrrad fährt etc. Wichtig ist auch die Ernährung. Ich habe ja vorhin angesprochen, wie viel CO2 ein Kilogramm Rindfleisch verursacht, was halt unglaublich viel ist. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn man sich mal darauf einlässt, ist eine vegetarische Ernährung nicht so kompliziert. Mittlerweile auch in fast allen Restaurants erhältlich. Also das ist auf jeden Fall machbar. Auch ja, wie man sich anzieht, die Kleidung spielt eine große Rolle. Ich denke, jeder weiß, dass ein T-Shirt, ich sag mal ein normales T-Shirt, ein Fast-Fashion-T-Shirt, rund 1,5 Mal um den Globus reist, bis es in deinem Kleiderschrank landet und dementsprechend sehr große Auswirkungen aufs Klima hat. Und indem man einfach versucht, seine Klamotten länger zu tragen, weniger zu kaufen und wenn man es kauft, halt zum Beispiel Secondhand, muss ja nicht unbedingt teure Ökomode sein, sondern ja, versucht mit Freunden zu tauschen etc. Und falls das alles nicht reicht, kann man sich natürlich auch gerne bei Fridays for Future engagieren, ein bisschen Werbung. Genau, das wären so meine Tipps. Es war ein sehr interessanter Einblick. Ich bedanke mich für das inspirierende Gespräch mit dir. Also wirklich unglaublich, was ihr so leistet in euren jungen Jahren. Und ja, ich hoffe auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern hat es gut gefallen. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback, zum Beispiel in den Kommentaren. Und wir haben ein paar Informationen und auch Veranstaltungstipps in die Videobeschreibung gepackt rund um das Thema Umwelt. Da geht es nicht nur um FFB, wir haben zum Beispiel auch aus Germering ein bisschen gesammelt, was die so für Initiativen haben. Also falls da Interesse besteht, dann gerne vorbeischauen und ich bedanke mich fürs Zusehen.